Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Please, Blake. Damit herzlich willkommen zu Outlast 2. Von diesem Spiel bin ich ja total gehypt. Ich habe den ersten Teil schon total gefeiert und jetzt hier einfach den zweiten Teil direkt wieder loslegen. Einfach klasse. Ich verstehe hier gerade nicht, was wir hier sollen. Scheint irgendwie Traum zu sein. Und das hat sich einfach mal geöffnet. Ist ja anscheinend hier eine Schule. Okay. Die Musik in Outlast macht mich sowieso am meisten fertig. Einfach genial, aber auch wie das hier einfach alles gestaltet ist hier. Ich bin wie gesagt ein totaler Fan. Gibt natürlich nur einen Gang. Und der führt ins Dunkle. Thank you.
Albtraum gewesen zu sein von ihm. Seiner Kindheit. Das vielleicht noch irgendwas mit der Story zu tun hat, ist die Frage. Jedenfalls sind wir jetzt hier tatsächlich... Und wir scheinen auch das Ganze ganz gut zu verstanden. Fuck! Lin? Ich finde es auch grafisch nochmal richtig viel besser. Also, das ist schon echt gut gemacht hier. Find Lin. Nothing matters but Lin. Okay. Hier kann man sich nochmal Aufnahmen anschauen. Bringen die uns was? I'm Lin Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Okay. Bringt uns das irgendwie weiter? Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone. On a barren stretch of highway, 100 miles from... Und da hinten kommt dann dieses komische Licht, was wir dann gesehen haben beim Absturz. Die Frage ist, sind wir wegen dem Motor abgestürzt oder war da noch irgendwas, hat er noch irgendwas mitgewirkt, ist die Frage. Okay. Stellen wir die Kamera erstmal weg. Das hier sieht gar nicht gut aus. Also der ist auf jeden Fall kaputt. Total schade. Weg kommen wir erstmal nicht. Okay. Jesus. Yeah, there's Kisslet. No, there's no bodies. She's not in here. Lin! Lin! Wie ich mir schon gedacht habe, dass hier in Outlast 2 jetzt, also nach den Ereignissen jetzt hier, wird auf jeden Fall Ziel sein von ihm hier, seine Frau zu finden und nicht irgendwas aufzuklären. Okay. Okay, schon mal speichern, das ist gut. Voll zur Sache. That did not happen in the crash. Whoa. Fuck this. Lin. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, na geil. Das habe ich doch am liebsten, hier runter zu gehen, oder? Doch geil. Oh ja. Und die Batterie blinkt. Warum soll... Wollen wir mich verarschen oder was? Alter. Oh, hier ist einfach stockfinster. Oh. Ja, hab ich denn überhaupt noch eine? Oh. Wir nutzen die volle aus, das sehe ich. Ich hab. Alter. Okay, hier kann man zum Glück schon mal wieder was sehen. Also ich fand das Ortsschild jetzt nicht so begrüßend, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Also der Mann hat mir jetzt nicht so gefallen. Bestimmt eine tolle Stadt hier. Doch, doch. Scheiße. Ich will da gar nicht hin. Hallo? I'm lost. And hurt.
Okay. Hier gibt's nicht so diese Kamera. Mach ich komplett fertig. Ist doch jemand da hinten, oder? Freundlich gesinnt sieht er auch nicht aus. Aber wir haben noch Horror. Kann ich denn sehen, wie viel ich noch habe? Ist anybody there? Please! Ist schnell eröffnet, ich muss mir jetzt angewöhnen. Hey. Oh. Hey man! Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so gut ist. Oh shit, you're... Meine liebe süße Lily, Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse. Wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten. Aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Knos findest. Für immer dein Tom. Wer ist denn dieser Papa Knos? Aber anscheinend ist er psychisch total am Ende gewesen. Was ist hier drin? Alter, wollt ihr mich hier gleich... Alter. Nee, das will ich nicht mehr zu. Okay. Okay. Ja, alles klar. Who's... Ich meine, wer würde das nicht machen, um seine Frau zu retten, die er wirklich liebt. Also. Was soll uns das sagen? Warum gehen die Jungs weg? Ich weiß ja nicht, ob die freundlich sind. Ja. Ne? Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Zu wissen. Ah, gleich mal hier losradeln, hier ein bisschen heizen, oder? Scheiße, Mann. Ich will hier echt nicht lang gehen, ey, ohne Spaß. Alter, dies... Alter. Hier kommt man. Heilige. That's fucked up.
habe ich hier Schritte? Warum bin ich hier? Ah, oh, diese Batterie, ne? Alter, die Entwickler, ne? Manchmal hasse ich sie. Ich frag mich ja echt, was das für Menschen sind, die solche Spiele entwickeln, ja? Jo, habt ihr das gesehen? Da war noch ein Arm, da ist doch jemand. Da ist jemand vorbei. Hundertprozentig. Ich will hier gar nicht länger bleiben, Alter. Alter, zwei Türen, Alter. Frage ist, wenn man die zumacht und die aufmacht, dann kommt jemand und dann... Nee. Okay. Also ich muss in die Hocke. Ich weiß nicht, ich muss jetzt zweimal STRG drücken, um da runter zu kommen. Das ist irgendwie komisch. Gefallen tut's mir nicht. Weil es extrem langsam gerade irgendwie ging. Diese kleinen Öffnungen unten im Zaun. Warum hat... Okay, gut, dann machen wir Nachtsicht. Ja, all diese Kreuze. Christlicher Ort wohl kaum. Wir werden doch safe beobachtet. Also es kann doch nicht einfach so Kaninchen hier rumrascheln oder weiß ich, keine Ahnung, Wildschwein. Ja. Ne? Jetzt wissen wir, dass die Kreuze eigentlich mehr bedeuten als nur Gott. Hier in diesem Ort. Heilige Scheiße. Das ist ja nur krank. All diese Puppen. Das ist eigentlich das Schlimmste, muss ich sagen. Ja, ne? Ja, und jetzt? Täglich. Ah, so kommen wir. Ah. So kommen wir wahrscheinlich um das Bett. Okay, okay. Okay.
Yo, was ist das für ein Viech? Selbstheilen in diesem Spiel, das ist ganz... Ja, dieses... Oh ja, aber diese Tuss... Oh. Alter! Vor allem, was hatte dieses Haus wie eine Axt oder so? Alter! Okay, wir sollen das verschieben. Ich werde gefallen dadurch, Alter. Nicht, Alter, das muss einfach. Weil es wäre doch einfach klassisch. Ja, ich wusste, ich war einfach so klar. So eine Scheune, lockerer Holzboden. Es war noch klar, oder? Oh, Jesus! Then you'll have. God wants me dead? Okay. Alles klar. Also mit sowas hat die uns erledigt, aber das war nicht er. Glaube ich. Also es war eine Frau. Also. Jetzt mal ohne Scheiß, das war eine Frau. Ach, warte. Das ist auch das Einzige, was man mit diesem Spiel freuen kann. Batterien! Geil! Ich will echt nicht raus. Okay. Der schaut mich schon so an, als wüsste er, dass ich hier bin. Jo, Alter. Was ist das für ein creepy Typ? Alter. Oh, nicht so schnell, Junge. Till the danger. Come. Jetzt muss ich da hin oder was? Wird mich verarschen. Jo. Wer spricht denn hier?
God say it on the books. Alter. I am that I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be the Christ, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. He's a dictator, Alter. God has sent us this woman. What? Fallen. Like a rebellious angel from the sky. Das war wohl unser Hubschrauber, so ein Arschloch, Alter. God, I ask you, who is this outsider, this stranger, coming to our city? Was ist ein Schwein? Listen to me! Please, we crash! Us, child, you already revealed your tongue. They do not put us right. God's truth is here now. Come directly. Absolut krankes Schwein. Pray with me, children. God. God. God, my God, God, da drin sind. Ich will nicht, dass mir jemand... Oh, der Keller! Oh Gott. Ja, und was uns hier in diesem Keller erwartet, was meine lieben Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge.